Du würdest eine Word-Datei als PDF abspeichern? Nichts Einfacheres als das. Als erstes gehst du auf Datei und Speichern unter. Da kannst du dein Dokument benennen. Am besten schreibst du zuerst an, was das für ein Dokument ist und schreibst zum Schluss deinen Vor- und Nachnamen hinein. Im Anschluss schaust du, wo du die Datei am besten speichern willst. Bei mir ist das jetzt in den Dokumenten. Dann gehst du auf Dateiformate und kannst PDF aussuchen. Zum Schluss drückst du noch auf Exportieren und schon bist du fertig.